Hallo, willkommen zu Hausflipper. Wir machen jetzt ASMR. So, wir haben, eigentlich steht eine E-Mail. Wir haben Hausrenovierung, Badezimmer und Werkstatt. Meine Oma, die lange Vorzeit gelebt hat, ist von uns gegangen. Ihr Zimmer, viele Monate leer, deswegen habe ich mit meinem Mann dazu beschlossen, es umzubauen. Mein Mann träumt von einer Werkstatt. Das ist mal, ach du Scheiße, das hat ja sogar mehrere Stockwerke. Holy moly. Holy moly, holy moly, holy moly. Alter, ist das groß. Sheesh. Okay. Gut, das ist natürlich eine coole Fähigkeit, das muss man ja mal lassen. Okay, in der Garage gibt es keine Aufträge, sehr schade. Gut, dann machen wir das wieder zu. Und dann würde ich sagen, dreh dich mal ein. Guten Abend. Boah, was ist denn hier los? Ich habe jetzt mit dem komplett Schäbchen ausgerechnet. Hallo? Mensch und Skinner, sie haben sich hier schön eingerichtet. Ja Mensch, eine riesen Küche. Sag mal, was geht denn bei Ihnen ab? So, ach hier. Gut, hätten wir da reinkommen können. Gut, also hier passt alles. Ja, da war es ein Stock. Alter, habt ihr ein schönes Bad? Das ist Wahnsinn, was soll ich denn hier überhaupt machen? Also ich weiß jetzt ungefähr, was ich machen soll. Aber alles, hier ist ja alles oh. Ey, was ist denn das? Wie krieg ich denn das hin? Ey, das will ich auch. Hä? Das gibt's gar nicht. Ja, voll gemein. Es sind Elemente drin, die es im echten Spiel gar nicht gibt. Aber schön haben sie es hier. Sehr, sehr schön haben sie es hier. So, wenn sie mir jetzt dann noch im Allgemeinen bitte zeigen wollen würden. Keine Aufgaben. Finde ich gut. Soll ich im Keller oder was? Oh. Haben sie einen Keller? Mensch, mal. Die haben eine riesen Bude, wissen sie das? Ohne alles, was Detail gefließt, ja, da haben sich die Entwickler sehr, sehr viel Mühe gegeben. So, modifiziere die Wände, montiere die Geräte. Also irgendwas scheint ja hier nicht richtig zu sein. Also sie wollen ein Spülbecken hier dran machen. Das, okay, auch nicht schlecht. Ein Einbauspülbecken, na gut. Kann ich ihr Zeug dann verkaufen oder wie soll ich das dann machen? Soll ich das einfach noch woanders hinstellen? So, blub. Und blub. Und blub. Und blub. Und blub. So, neu drehen. Och, diese Spüldinger. Ich weiß ja nicht, darf ich das verkaufen? Nein. Ja gut, dann müssen wir das aber erstmal trotzdem hier so nebenbei ganz schnell hinstellen und so, das ist ganz klar. Weil ansonsten würde, Alter, ist das, was soll ich denn das eurer Meinung nach hinstellen, liebes Volk? Aber dafür gibt's keinen Platz, das ist ja eine riesen Dege. Na doch, hier gibt's keinen Platz. Aber auch gerade so. Gegenstand entfernt, 10-mal Gemälde. Wow, wollt ihr mich jetzt verarschen? Hätte ich das verkaufen können? Alles klar, vielen Dank. So, ihr geht eine Waschmaschine kaufen, okay? Eine Wasch. Muss ich das alles echt über das Dings lösen? Was ist denn das? Sind das alles? Nee, okay, eine Anschlüsse sind Haushaltswaren, ne? Einbauwaschmaschine, alles klar. So, das muss man schon mal wieder aufschrauben. Jetzt können wir die Einbauwaschmaschine dann stellen. Ist echt das soweit richtig? Ja, das ist die absolut nicht wegsteht von der Wand. Und da haben sie irgendwie einen Fehler gemacht. Oder man kann die kleiner ranziehen, das kann natürlich auch sein, bin ich mir gerade nicht so sicher.
So, ich werde die ganze Transportsicherung wieder rausschieben, so wie das jetzt ist, und dann den ganzen Spaß wieder zuschreiben. So. Dran damit. Den Anstecker dran, ran. Ah ja, gut, doch, die, ja, gut, direkt von alleine ran. Wunderbar. So, hier kannst du Wanne kaufen und montieren. So, eine Wanne. Das gehört ja wieder unter Bad. Eine Einbaubadewanne würde ich mal fast behaupten, wa? Ja. So, unsere erste Badewanne. Also wirklich, unsere allererste Badewanne. Hatten wir noch nie die Möglichkeit, eine zu installieren. Okay. Interessant. Ich hatte noch nie eine Badewanne installiert, also logischerweise im Real Life nicht. Deswegen finde ich das ganz interessant, wie, wo, was und so. Ist aber simpler als gedacht. Also, natürlich jetzt im Spiel dargestellt, ist klar, aber ihr wisst ja, was ich meine. So. Also, das soll nicht verkauft werden, aber das soll verkauft werden. Interessant. Ja, toll. Wo soll ich denn hier diesen... stell das jetzt einfach mal hier hin. Hier soll eine Dusche hin. Ach, du Heimatland. Was wollt ihr hier umrichten? So, Einbaudusche. Na klar. Aber das geht dort nicht hin, weil wir hier noch Zeug haben. Also müssen wir jetzt hier die Dusche hinbauen. So eine Dusche hat man ja nicht schon mehrmals gemacht. Zack. Wir wollen ja hier einmal eine komplette Umrichtung haben. Also ein riesiges Badezimmer vor allen Dingen. Weil das ist jetzt beim besten Willen nicht klein. Also beim besten Willen nicht. Zumal ich frage mich immer noch, wo ich mit den Ding dann hin soll. So. So, das dran. Zack, zack. 1, 2, 3. Ran damit. So. Ran, zack, Dusche steht. Wunderbar. Gegenstand entfernen, Teppich, Kreis. In dem Wohnzimmer hier? Oh, servus. Ich sehe ja noch keinen Teppich, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen wundert es mich auch gerade. Toilette. Ach, die wollen, jetzt verstehe ich das, die wollen, dass hier eine Wand reingezogen wird. Und dass das einfach nur als Badezimmer gilt. Alles klar. Ja gut, das können sie ja gerne haben. Das ist ja nur weniger das Problem. Gut, also hier wollen die das dann dicht gemacht haben. Gut, kein Problem. Na? So, ne, Fertigkeitspunkte verfügbar. Ich kann 3 Wände gleichzeitig bauen, schneller bauen um 400%. Eingebaute Wand ist sofort gestrichen. Ich kann 3 Wände gleichzeitig bauen. Back hier, 49 Wände ist selber. Oh ja, das geht definitiv schneller. So, wunderbar. Dann haben wir noch 2 Gegenstände anbringen, Teppich. Ach, anbringen, Teppichkreis, alles klar. Das ist ja kein Problem. Teppich. Teppich. Schreiben wir einfach hin, gerade. So, fertig aus. Irgendwas, was hier aber auch dann dazu passt, würde ich mal fassen. Ja, na gut. Passen tut hier jetzt nicht wirklich viel. So, und einmal Toilettenpapierhalter. Gut, wunderbar, dann, ich muss hier nicht fließen, denn nur mal so nebenbei, ich muss hier nicht fließen. Aufgaben, möbliere die Zimmer, 1 von 2. Ja, na wo? Das hier drüben. Gegenstand entfernen, 7-mal Gemälde. Ne, das nicht.
Gegenstand entfernen, Gemälde. Gegenstand entfernen, zweimal Pflanze. Gegenstand entfernen, sechsmal Vase. Gegenstände entfernen, was? Fußboden, Lampe, Orient. Gegenstand entfernen, klassische Kommode. Gegenstand entfernen, klassische Kommode. Gegenstand entfernen, Kommode für das Esszimmer. Gegenstand entfernen, Kommode für das Esszimmer. Gegenstand entfernen, Schlafcouch. Gegenstand anbringen, Stuhl. Okay. Einfach nur Stuhl oder was? Klassischer Stuhl oder was? Oder? Ne, Stuhl Elan. Alles klar. Der mich schon gewundert. Genau, dann stellen wir das erstmal hier so hin. Anbringen zweimal Garagenregal. Okay. Wagenregal. Zweimal. Okay. Einmal anbringen, Standardschreibtisch. So, kommt natürlich keine Sau ran, das ist ganz klar. Deswegen würde ich mal sagen, bauen wir das hier so hin. Und der hier so hin. So, wunderbar, damit haben wir einen unterbrochen. Ihr habt das jetzt unbedingt eine Werkstatt. Also ich meine, ich soll die Wände nicht streichen. Das soll ja erstmal so bleiben. Ich meine, ich finde, es sieht scheiße aus, aber ist nicht mein Problem. 8000 Euro dafür auf den Nacken. Ja, das kann man upala gerne mal machen. So. Moment, meine Freunde, mir ist hier gerade was abgefallen. Hält auch nur noch so. Achso, es lädt eh noch, Wahnsinn. Gut, wunderbar, dann hätten wir das. Jetzt muss ich erstmal wieder ranrücken, Moment. Oh, das muss sein. So, Menschenskinder. So, guten Tag. Es gibt keine E-Mails mehr. Wie, es gibt keine E-Mails mehr? Doch, Haus zur Renovierung steht noch da. Das werden wir natürlich auch tun. So, ja, da können wir hier erstmal wundervoll aufräumen, heilige Scheiße. Aber bis jetzt noch keine Kakerlaken wohl bemerkt. Nur ein paar Quietschemäuse. Und Dreck, sehr viel Dreck vor allen Dingen. Aber keine Kakerlaken bis jetzt. Ab und zu mal hier ein bisschen in die Ecke gekotzt. So. Wunderbar. Und da sind wir hier auch einmal erfolgreich durchgegangen. Ah, ne, hier noch. Ja, gut. Die Wände sehen nicht so pralle aus, das gebe ich zu. Aber dafür sieht das Bad noch komplett in Ordnung aus. Ja, das ist manchmal. Ist manchmal echt eine Sache. So, hier muss ich nichts machen, außer hier, da müssen wir einmal Fenster reinigen, reinige die Beschmutzung, montiere die Geräte. Naja, das Übliche eben. Machen wir schon mal hier die Heizung dran. Aber wie es aussieht, kommen keine neuen E-Mails mehr dann dazu. Das finde ich dann ein bisschen, ich weiß auch nicht, problematisch. Ist dann das Spiel vorbei? Oder wie, oder wo, oder was? Oder so? Das wäre, da würde ich ja fast ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen schade finden. Dann müssen wir auf jeden Fall die Fensterbretter nochmal rein machen. Sag mal, geht das jetzt mal weg? Wunderbar. Gut, bevor ich hier irgendwas, also erstmal genau noch Beschmutzung wegreinigen hier.
Das wollen wir alles hier nicht haben. Wunderbar. Gegenstand anbringen, schon mal schläfriges Blau. Die Scheiße, das ist immer dieses schläfrige Blau. Sollte soweit passen. Meine Freunde, wir sind erstmal fertig hier für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten wieder mit dem Möglichst. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und bis dann auch daran. Tschüss.